Los geht's mit Eintracht Stadt Allendorf. Bei Schlusslicht Viktoria Oberach steht es lange 0:0. Dann nutzt Williams aber einen Bock von Oliver Schumacher aus und bringt die Herrenwälder in Führung. Saisontor Nummer 18. Nur 4 Minuten später legt Erding Solak nach schöner Kombination mit dem eingewechselten Walo Ademi das 2:0 nach. Durch die Niederlage von Rot-Weiß Frankfurt springt Stadt Allendorf auf Platz 2 und steigt aufgrund des Verzichts von Hessen Dreieich direkt in die Regionalliga auf. Der größte Erfolg der Vereinsgeschichte. Rot-Weiß Frankfurt muss dagegen nach der Niederlage beim TSV Lehnertz in die Relegation. Nach einem Foul von Frankfurts Top Kagic an Alexander Reit schnappt sich der Kapitän selbst den Ball und er versenkt hier zur Führung. Damit hat der 27-Jährige in den letzten 5 Saisonspielen immer getroffen. Als André Vlies nur wenige Minuten später für Cemkara auflegt, kommt nochmal Hoffnung bei den Gästen auf. Die sollte aber schnell verfliegen, denn Lehnertz schlägt zurück. Die Hereingabe von Marcel Trägler verwertet Niklas Odenwald zum 2:1. Noch vor der Halbzeit dann die Entscheidung. Der Freistoß von Trägler wird noch abgefälscht und dann kommt Kemal Sarwan. Ein Pfund mitten in die Frankfurter Aufstiegshoffnungen. Rot-Weiß gelingt durch Kara nur noch der Anschlusstreffer und landet wieder in der Relegation. Dort geht es gegen Röchling Völklingen und den FSV Bissingen. Von der Ligaspitze zum Duell der Aufsteiger. Viktoria Kelsterbach muss direkt wieder den Weg zurück in die Verbandsliga antreten. Zum Abschied gab es noch ein wahres Torspektakel. Den Anfang macht Kelsterbachs Jonas Scheitzer per Kopf. Daniel Gora gelingt aber mit einem satten Schuss das 1:1. Unmittelbar vor dem Pausentee sorgt Leo Hasenstab auf Vorarbeit von Manuel May für die 2:1 Halbzeitführung der Gastgeber. Nach dem Seitenwechsel dreht Ederbergland dann richtig auf. Kelsterbach kriegt den Ball nicht raus und Manuel Todt markiert den Ausgleich. Nur 3 Minuten später das letzte Lebenszeichen der Viktoria. Christopher Krause mit Saisontor Nummer 9 zur 3:2 Führung. Aber das 3:3 lässt nicht lange auf sich warten. Über Umwege landet der Ball bei Todt und er schlägt wieder zu. Und weil das so gut läuft, macht Todt im zweiten Anlauf auch noch das 4:3 Hattrick. Manuel Neuschäfer gelingt auf Vorlage des bärenstarken Todt sein erstes Saisontor 5:3. Und den Schlusspunkt zum 6:3 setzt nach einer Ecke wieder Daniel Gora mit seinem 9. Saisontor. Und ab zur nächsten Partie. Die Sportfreunde Seligenstadt ziehen sich nach der Saison aus der Lotto-Hessenliga zurück. Beim sportlichen Absteiger Rot-Weiß Darmstadt soll nochmal ein Dreier her. Ahuan Dienu gelingt nach einem flotten Angriff über die linke Seite mit seinem ersten Saisontor die Führung für die Gäste. Mit diesem positiven Gefühl im Rücken kombiniert es sich natürlich leichter. Der Ball landet letztendlich bei Kevin Hillmann und es steht 2:0. Ja, und aller guten Dinge sind 3. Das sieht auch Patrick Hilser so und serviert dem Konter zum 3:0. Fidan Sali perfekt auf dem Tablett.
Christopher Nguyen gelingt mit einer sehenswerten Einzelaktion für die Darmstädter zumindest noch der Ehrentreffer. Endstand 1:3. Und wir springen weiter nach Vellmar. Dort empfängt der OSC Borussia Fulda. Mitte der ersten Hälfte findet Christian Wollenhaupt mit einer starken Einwurfflanke namens Vetter Brinkmann. Und bei dem Kopfball haben sich die 1,88 ausgezeichnet. Doch auch die Borussia kann es mit Köpfchen. Kurz vor Schluss gelingt noch der Ausgleich. Younes Basu hält die Stirn zu seinem 13. Saisontor hin. 1:1 in Vellmar. Das nächste Schützenfest gibt es zwischen Viktoria Griesheim und dem KSV Baunatal zu sehen. Baunatals Malte Grashoff sorgt erst in der 38. Minute für den ersten Treffer des Tages. Unmittelbar vor dem Pausenpfiff erhöht dann Maximilian Werner sehenswert auf 2:0. In der zweiten Halbzeit geht es sofort weiter mit Toren. Yannick Cigiel zeigt Kollege Werner, wie man noch spektakulärer trifft. Das 3:0. An diesem Tag scheint dem KSV wohl alles zu gelingen. Mario Wolf lässt sich da nicht lumpen und holt den Dampfer mal raus. Nach über einer Stunde zeigt die Viktoria, dass sie an ihrem eigenen Heimspiel auch teilnimmt. Adil Kuskus besorgt den Ehrentreffer. Doch hinten bekommen die Gastgeber den Laden einfach nicht dicht. Baunatal kombiniert sich locker leicht zum zweiten Werner-Tor. 5:1. Und eine Viertelstunde vor Schluss setzt Fatih Üstün den Schlusspunkt zum 6:1 Endstand. Und gleich zum nächsten Spektakel nach Alzenau. Der drittbeste Angriff der Liga überrollt den SV Steinbach. Aret Demir eröffnet schon nach nur 5 Minuten die Show sein 4. Saisontor. Kurze Zeit später setzt er Elias Niesig perfekt in Szene und der bleibt ganz cool 2:0. Dann nach einer Ecke erhöht Kapitän Marcel Wilke per Kopf auf 3:0. Dass der SV Steinbach auch kicken kann, sieht man bei diesem Konter. Daniel Hanslik gelingt sein 22. Saisontor. Aber der Tag gehört ganz klar Aret Demir. Per direkt verwandelter Ecke erhöht der Armenier auf 4:1. Francesco Calabrese kommt hier über die linke Seite durch und in der Mitte befördert Steffen Trabert den Ball unglücklich ins eigene Netz. Eigentor zum 5:1. Doch der Schlusspunkt ist Salvatore Bari überlassen, der sich mit 30 Saisontoren auch die Torjägerkanone sichert. Die Ergebnisse des 34. und letzten Spieltags. In 8 Spielen gab es satte 36 Tore. Wir werfen einen Blick auf die Abschlusstabelle. Meister ist der SC Hessen Dreieich. Stadt Allendorf steigt als Zweiter direkt auf und Rot-Weiß Frankfurt muss wie bereits in der letzten Saison in die Aufstiegsrelegation. Die Sportfreunde Seligenstadt ziehen sich in die Gruppenliga zurück. Die Absteiger sind Rot-Weiß Darmstadt, Viktoria Kelsterbach und Viktoria Urberach. Alzenaus Salvatore Bari sichert sich die Torjägerkanone.